Willkommen bei OpenSUSE Screencast. Heute möchte ich euch noch einen weiteren Thunderbird-Tipp zeigen. Und zwar, wenn ihr Thunderbird geöffnet habt und ihr, es kann ja manchmal sein, dass ihr von einer E-Mail-Adresse mehrere Sachen öfters bekommt oder dass ihr andere Sachen filtern wollt, möchte ich euch heute mal zeigen, wie man einen Filter einrichtet und benutzt. Also erstmal Filter, es ist schon wie gesagt ein Filter. Der durchsucht dann neue Dateien, neue E-Mails, die man runterlädt oder welche, wenn man will, auch die im Posteingang drin sind, nach bestimmten Kriterien und verschiebt die dann in einen bestimmten Ordner oder löscht die, wie auch immer, wie man das eingestellt hat. Zum Beispiel, ich bekomme des Öfteren hier von dem OpenSUSE-Wiki aus der Mailingliste E-Mails, deswegen richte ich einen Filter mal ein, damit die direkt in einen Ordner verschoben werden und nicht ja, hier das blockieren. Mein Posteingang dazu müsst ihr erstmal einen neuen Ordner erstellen oder benutzt einen, den ihr schon habt. Dazu könnt ihr hier bei lokalen Ordner klicken und dann auf neuer Ordner. Dann gebt ihr den Namen des Ordners ein. So. Dann seht ihr hier den neuen Ordner. Da ist im Moment nichts drin. Um da was reinzukriegen, müsst ihr schon einen Filter einrichten. Und das macht ihr so, ihr geht auf Extras, auf Filter, dann wählt ihr Filter für, könnt ihr hier eure E-Mail-Adresse oder einen Ordner aussuchen. Ich wähle jetzt meine E-Mail-Adresse, an die die E-Mails gehen. Gehe auf Neu und gehe dann auf alle Bedingungen erfüllt. Ich gehe auf mindestens eine Bedingung erfüllt, gehe auf hier bei Betreff. Man kann auch von, wenn man wenn man von einer bestimmten Adresse das haben will, Inhalt, also den Inhalt von der E-Mail, das Datum, an wen das geschickt wurde und so weiter, kann man durchsuchen lassen, enthält, enthält nicht, ist und so weiter. Und dann kann man erstmal hier den Filter eingeben, erstmal Namen. So, kann man hier den Filter eingeben, zum Beispiel, wenn im Betreff hier das enthalten ist, hier, dann soll das durchsucht verschoben werden. So. Wenn das jetzt enthalten ist, dann wird das in den Ordner verschoben. Und zwar in auszuführende Aktionen, verschiebe Nachricht in, kopiere Nachricht in, weiterleiten automatisch, antworten mit einer Vorlage, die man erstellt hat. Man könnte die auch vom Server löschen, die Nachricht löschen lassen, also direkt einen Papierkorb damit, als gelesen markieren oder anderes. Ich will dann, dass die Nachricht verschoben wird, und zwar geht man hier hin. Ich will, dass die verschoben wird nach lokaler Ordner, OpenSUSE hier. Dann wähle ich das aus, dann gehe ich hier auf OK, man könnte hier auch noch mehrere Filter hinzufügen. Dann klicke ich hier auf OK und dann ist der angewendet, hier, also schließen. Und wenn ich jetzt hier auf Extras Filter auf Ordner anwenden gehe, dann sieht man schon mal, dass das gelöscht wurde. Also hier in den Ordner reingeschoben wurde, nicht gelöscht. Wenn ich jetzt neue E-Mails von denen bekomme, dann werden die automatisch immer hier rein verschoben. Also das ist eigentlich ziemlich einfach und das ist auch ziemlich nützlich. Also dann, bis zum nächsten Video. OpenSUSE Screencast.